Hallo und herzlich willkommen zu einem Video mit dem Harkosi und dem affentittengeilen Jarox. Und Harkosi erkläre ich jetzt, worum es geht. Hi, ich bin Harkosi von Craft Motion und das bedeutet, ja, die das Video bei mir sehen, kennen mich ja. Und das da ist Jarox, auch mal auf seinem Kanal vorbeischauen, in der Videobeschreibung verlinkt. Und es ist so, Jarox ist ein großer Fan, der Hexer vom Computerspiel The Witcher 3. Und Ich bin Buch. ein sehr großer Fan von den Jedi. Ja? Ja. Genau. Und wir sind total genial vorbereitet, wie ihr merkt. Jedenfalls haben wir uns gedacht, oder uns überlegt, wer ist eigentlich stärker? Jedi bzw. andere, also Machtnutz an sich, oder die Hexer in diesem Fall von der Wolfsschule? Und Haben wir da etwas Vergleich? Genau, und wir werden die jetzt vergleichen und wir werden aber jetzt keine Entscheidung treffen, sondern das überlassen wir euch. Wir werden beide eine Umfrage im Video haben, wo ihr einfach mit einem Klick entscheiden könnt. Genau, und in den Kommentaren könnt ihr euch dann austoben und sagen, was eure Meinung ist und wieso ihr ja so entschieden habt. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Ausbildung. Wie werden denn Jedis so ausgebildet? Gute Frage. Jedi-Ritter werden schon meistens im Kleinkindalter von Jedi-Rittern oder Jedi-Meistern gefunden und in den Jedi-Tempel auf dem Planeten Coruscant gebracht. Dort verbringen sie quasi ihr ganzes Leben, lernen eben ja alles Mögliche, was es halt zum Lernen gibt, also auch so wie wir Sprachen, Mathe und das Ganze. Und sie lernen vor allem das Kämpfen mit dem Lichtschwert und den Umgang mit der Macht. Die Ausbildung ist hart. Und nicht alle schaffen sie, beziehungsweise überleben vor Ende ihrer Ausbildung auf dem Schlachtfeld. Zumindest zur Zeit der Kriege. Ja, bei den. Bist du schon fertig? Ja. Okay, bei den Hexern ist es so, die werden als Kinder meistens als Bezahlung entgegengenommen für Aufträge, die die Hexer erledigt haben. Und dann nach Kaer Mor hingebracht, die Festung der Hexer. Und dort werden sie erstmal der Kräuterprobe unterzogen. Die überleben dann nur im Schnitt 3 von 10. Die restlichen sterben und dadurch werden ihre Körper mutiert und sie kriegen halt ja schon im Kindesalter übernatürliche Stärken und Sinne und das Ganze. Und dann werden sie von verschiedenen Lehrern sehr hart trainiert, lernen hauptsächlich das Kämpfen, wie man, also lernen viel über Gegner, die Gegner, die sie in dieser Welt haben und ja, wie sie hart bleiben, aber und auch einige moralische Sachen. Okay, also wenn man Star Wars Legends erstmal außen vor lässt, dann sieht es aus, als hätten die Hexer rein körperlich schon viel mehr Schmerzen schon in der Ausbildung. Ja, das glaube ich auch. Gut, dann denke ich, gehen wir mal zum nächsten Punkt und das wird, denke ich, etwas länger dauern, zu den Fähigkeiten. Fangen wir doch mal wieder bei den Jedi an. Einerseits bestimmte Dinge mit der Macht, die sogar jeder Nicht-Star Wars-Fan kennen müsste. Einmal die Telekinese, also das Bewegen von Dingen rein durch Gedankenkraft, können aber auch in Form von Visionen oder als Träume in die Zukunft, in die Vergangenheit, aber auch in die Gegenwart blicken. Das bedeutet, wenn irgendetwas Schlimmes oder irgendetwas sehr Schönes passiert, auch wenn das eigene Lichtjahr entfernt ist, können sie es irgendwie spüren. Und wenn wir schon beim Spüren sind, sie können auch spüren, ob ein Organismus lebt, können auch Gefühle und Gedanken quasi spüren, beziehungsweise, naja, lesen. Und bei den Gedanken sollte man auch noch sagen, sie können Gedanken auch kontrollieren mit den sogenannten Geistestricks oder Gedankentricks. Einfach ein Wisch in der Hand. Jarox, du willst, weiß nicht, was willst du? Minecraft spielen. Du willst Minecraft spielen. Genau, dann würde er das auch wollen. Und sie können auch Personen in Schlaf versetzen. Gut, das ist jetzt nicht so krass, aber naja, immerhin. Und die Macht macht sie auch überdurchschnittlich flink, ausdauernd und stark. Ihre Sinne sind geschärft, allerdings nicht im biologischen Sinn. Durch das extra Dazusage kommt danach noch. Sondern sie spüren quasi ihre Umgebung. Wenn da eine Ameise hinter ihnen läuft, dann spüren sie das, wenn sie wollen. Genau. Und sie können auch ein unsichtbares Kraftfeld um sich erzeugen. Das ist natürlich nur bedingt, also ein Laserschuss kommt trotzdem durch. Hat immer so eine Frage, wie mächtig ist das Wesen und ja.
Aber wenn man kein Jedi ist, beziehungsweise sich weiterentwickeln will, dann kann man auch noch die Alchemie erlernen. Also zum Beispiel Sith benutzen Alchemie, genauso wie die Nachtschwestern vom Planeten Dathomir. Dann Machtblitze, ein Markenzeichen der Sith. Dann sogenannte Geist-Ikor. Das ist, ich weiß nicht, ob das nur Legends ist, jedenfalls habe ich das aus der Jedipedia. Und es ist quasi einfach manifestierte Macht, die in die physische Welt gekommen ist. Die Hexen von Dathomir können daraus Gegenstände formen oder es verflüssigen und daraus ihre Zaubertränke, wie sie es nennen, herstellen. Und es ist nicht vollkommen klar im Kanon, aber Darth Plagueis soll in der Lage gewesen sein, Leben zu erschaffen. Und es wird auch spekuliert, dass dadurch überhaupt erst Anakin Skywalker entstanden ist. Gut, ich denke, bei den Fähigkeiten werden wir bei den Jedi dann mal am Ende. Jetzt kommt die Hitze. Also, ich werde jetzt nur auf die Wolfsschule natürlich eingehen. Ja, zum einen haben sie schon einige Mutationen, die ich ja schon erwähnt habe, die sie stärker, schneller machen, ihre Sinne extrem schärfen und eben ihren ganzen Körper widerstandsfähiger machen und robuster. Natürlich können sie da auch schneller heilen und, was eben so ein mutierter Körper alles hat. Dann gibt es noch die Zeichen, die Hexerzeichen. Das wären 5 Hexerzeichen. Art ist eine telekinetische Druckwelle, die Gegner hinfortschleudern kann. Igni ist ein Feuersturm, der aus den Fingern geht, aber Igni kann auch anders verwendet werden, zum Beispiel, dass man eine Handbewegung macht und die Kerzen im Raum eingehen. Aber auf jeden Fall erschafft Igni Feuer. Jürden ist eine magische Falle für übernatürliche Wesen, die jetzt wahrscheinlich bei Jedi nicht wirklich wirksam wäre, aber naja, es gibt sie auch. Jürden hatte ich gerade. Axi ist das Zeichen der Gedankenkontrolle. So. Es ist sehr ähnlich, wie die Macht bei den Jedi dort wirkt. Man kann mit einer Handbewegung eben den Geist anderer Menschen übernehmen und ihnen Dinge befehlen. Und Quen ist auch eine Art magisches Schutzschild. Da gibt es ja auch sowas Ähnliches bei den Jedi. Quen, da gibt es verschiedene Formen. Im Spiel zum Beispiel kann man Quen aktivieren und ist dann für eine Zeit unverwundbar, plus regeneriert Leben, wenn die Feinde einen in der Zeit angreifen. Ist natürlich immer eine Frage, wo sich Spiel und Buch unterscheiden. Ich bin noch nicht fertig mit den Büchern, das heißt, ich weiß nicht genau, ob da jetzt noch irgendwas ist, was dem widerspricht, bis jetzt aber noch nicht. Dann haben sie noch Zaubertränke und Kräuter. Die Tränke würden einen normalen Menschen töten. Hexer kriegen aber einige Vorteile dadurch. Da gibt es ganz viele verschiedene, wie zum Beispiel manche tun die Vitalität sofort wiederherstellen, manche machen, dass man im Dunkeln noch besser sehen kann, bei völliger Finsternis. Hexer können ja eigentlich schon im Dunkeln recht gut sehen. Andere machen, dass man seine Vitalität langsam wiederherstellt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Tränke, die ich jetzt nicht alle aufführen möchte. Dann gibt es noch die Vorhersehung. Das ist jetzt keine wirkliche Fähigkeit, aber trotzdem habe ich es mal dazu gepackt. Wenn ein Hexer ein Kind versprochen bekommt, dann bekommt er dieses Kind auch. Durch irgendeinen Zufall ergibt es sich dann immer so, dass er es bekommt. Und außerdem haben sie hin und wieder Träume in die Zukunft bzw. Vergangenheit oder Gegenwart. Zusätzlich durch die Mutationen sind ihre Emotionen schwächer. Sie sind zum Beispiel nie nervös, sondern immer emotionslos und ruhig und können an alles mit einem kühlen Kopf rangehen. Und sie können sehr alt werden. Man weiß allerdings nicht genau wie alt, weil noch kein Hexer im Bett gestorben ist, sondern alle im Kampf. Das wär's. Gut. Dann zum nächsten Punkt. Ethik bzw. Philosophie. Also wie ticken die und an was glauben die? Jedi und andere Machtnutzer glauben natürlich, haha, wer hat das gedacht, an die Macht. Jedi in diesem Fall sind eher defensiv. Also sie ziehen die Diplomatie dem Kampf vor. Und wenn sie ihr Schwert hervorholen, dann manchmal auch nur, ja, damit es die Leute sehen und quasi eingeschüchtert werden. Ja, vielleicht ein bisschen Einschüchterung ist bei Jedi dabei, aber eigentlich sollte es nicht so. Doch im Krieg bedeutet ein Lichtschwert in der Hand meistens auch, dass eine Klinge rauskommt. Und sie töten nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss, und auch nur unbewaffnete Personen. Also
Nie unbewaffnete Person, meinst du? Habe ich schon wieder falsch gesagt. Ich glaube. Die töten immer nur Unbewaffnete. Ja, genau. So ist das. Wenn sie bewaffnet sind, dann nein, lieber nicht. Sie töten nie bewaffnete Personen. Und zusammengefasst sind Friedenshüter und sie werden auch so bezeichnet. Auch wenn viele, und das sind nicht gerade wenige, habe ich ja schon gesagt, viele, ihre Stellung als Friedenshüter in den Klonkriegen angezweifelt haben, da sie ja in den Klonkriegen als Generäle fungiert haben. Ja, und ein Friedenshüter als General in einer Armee ist ein leichter Widerspruch. Ja. Hingegen die Sif. Sith sind das genaue Gegenteil. Ja, und der Feind wird einfach um jeden Preis vernichtet. Komm her und du stirbst, so nach dem Motto. Ja, bei den Hexern ist es eigentlich recht simpel. Sie sind da, um die Menschen zu schützen vor Ungeheuern, nicht vor anderen Menschen. Das heißt, sie bleiben zwischen anderen Menschen, solange es geht, neutral. Sind jetzt keine Söldner, die du einfach anheuern kannst, sondern wenn jetzt ein Bandit eine Karawane angreift, dann sollten Hexer sich eigentlich raushalten und zusehen, wie der Bandit sie überfällt. Sehr sozial. Ja, meistens oder oft schreiten Hexer dann trotzdem ein, aber eigentlich sollten sie laut Kodex das nicht tun. Und sie nehmen für. Sie machen ihre Dienste nur für Bezahlung. Also wenn man, also man bezahlt sie sozusagen als Monsterschlechter, der die Menschen vor den bösen Ungeheuern der Sphärenkonjunktion schützt. Okay, fertig. Ja. Und was für ein Machtnutzer, beziehungsweise, ja, wir nehmen einfach mal die Jedi ohne ein Lichtschwert und ein Hexer ohne ein Schwert. Nämlich, wie gesagt, ein Jedi benutzt ein Lichtschwert. Das ist einfach ein so 20 bis 30 cm lange Metallgriff. In ihm befinden sich einige Komponenten wie verschiedene Linsen, Energiezelle und vor allem der Lichtschwertkristall, durch den die Macht selbst fließt. Und aus dem Klingenemitter wird eine Klinge aus seiner Energie aus Plasma geschossen. In verschiedenen Farben. Ein Video über die verschiedenen Lichtschwertarten, nicht über die Farben, über die Arten, werde ich auch nochmal machen. Aber dazu, ja, dazu später. Und dieses Schwert ist in der Lage, so gut wie alles zu durchschneiden. Ausnahmen sind im Kanon ja natürlich andere Lichtschwerter. Und die Haut eines Silo-Beasts, die ja leider ausgestorben sind, da kann man nichts machen. Und laut Legends, und ich glaube, dass da auch ein bisschen Kanon drin ist, wenn man sich Rebels ansieht, das Mandalorianische Eisen Beskar. Das Lichtschwert ist, glaube ich, nur ungefähr 1 Kilogramm leicht und die Klinge, ja, welche Masse hat Plasma? Deswegen, man hat immer das gleiche Gewicht und dadurch lässt sich Dinge leicht durch die Luft wirbeln, was natürlich auch für einen selbst gefährlich sein kann. Und sie eignen sich für einfach alles Mögliche, für schnelle Schläge, für Stöße, für präzise Angriffe, für kräftige Schläge, eigentlich die ultimative Waffe könnte man sagen. Ja, bei den Hexern gibt es zwei Schwerter, eines aus Silber und eines aus Stahl. Das silberne Schwert für Ungeheuer, das stählerne gegen Menschen. Für die Schwerter gibt es verschiedene Öle, um sie zu verstärken. Wenn man zum Beispiel gegen einen Ghoul kämpft, dann tut man ein Öl gegen einen Nekromanten wählen, damit es dann effektiv ist. Das wirkt wie eine Art, ja, Verstärker, eine Art Gift, gegen die das Ungeheuer anfällig ist. Dann gibt es natürlich noch das Amulett, das Hexamulett, das ja sehr bekannt ist. Es zeigt Übernatürliches auf, das damals bei der Sphärenkonjunktion in die Welt, in der die Hexer leben, eingedrungen ist. Da vibriert es dann stark und dann erkennt der Hexer, okay, hier muss ein gefährlicher Gegner sein. Einige Hexer haben eine Armbrust, die gehört eigentlich nicht zur typischen Ausrüstung, aber naja, sie ist sehr praktisch, deswegen verwenden viele Hexer sie. Und
von der Größe der Schwerter, das hängt dann immer mit dem Hexer zusammen, aber im Buch wurde erwähnt, dass man das Hexer teilweise so schnell angreifen, dass man ihnen kaum mit den Augen folgen kann, also ja, sind sie schon auch sehr schnell. Okay. Und dann geht es darum, wie werden Jedi und Hexer eigentlich ausgebildet? Quatsch, das hatten wir schon am Anfang. Welche Bildung hatten sie, beziehungsweise welche Weisheit, welches Wissen erwerben sie? Und da fange ich einfach mal mit den Jedi an, denn über die weiß man eben am meisten. Sie lernen erstens mal viel über die Macht, und das ist schon einiges. Zum Beispiel, wie die Macht unterteilt wird, wie es funktioniert, wieso man sie überhaupt spürt. Sie lernen auf ihren Reisen, besonders im Rang eines Padawans, verschiedenste Kulturen und Sprachen kennen. Meistens sprechen sie eben ja ihre, also die Sprache, die auf ihrem Heimatplaneten gesprochen wird. Und natürlich Basic, also quasi ja die allgemeine Sprache, so wie auf dem Planeten Erde Englisch. Und auch sehr oft die Druidensprache binär. Deshalb kann scheinbar irgendwie jeder das Gepiepe der Druiden verstehen. Also für mich wäre das etwas anstrengend, diese Sprache zu lernen. Und sie haben auch sehr große Technikkenntnisse. So sieht man auch in Star Wars The Clone Wars mehrfach, wie Jedi, sogar Padawane, selbst eigenständig ohne Hilfe Schiffe reparieren. Und das ist nicht gerade schlecht. Also das sind echte Mechaniker. Und sie haben auch eine gewisse Menschenkunde. Das bedeutet, wenn sie jemandem in die Augen sehen, einem Feind, dann können die quasi schon abschätzen, was passieren wird. Natürlich verschmilzt das auch mit der Macht. Und ja, sie müssen eben sowohl Feinde, Verbündete als auch Jedis beschützen, kennen und ihre Absichten und ja, ich denke, es ist klar, was ich meine. Ja. Und sie lernen viel über Philosophie, Astronomie, generell eben die Naturwissenschaften. Ich fasse es gern zusammen, so als weise Gelehrte. Gut, weise liegt immer im Auge des Betrachters, aber sagen wir Gelehrte. Gelehrte mit einem Lichtschwert. Naja, von der Bildung bzw. Weisheit, da sind Hexer jetzt nicht gerade die Spezialisten, sie sind ja eigentlich ausgebildete Schlechter. Sie lernen eher große, haben eher eine große Artenkenntnis über die Gegner, das sind ja sehr viele Wesen, verschiedene Wesen, Unterklassen mit jeweils verschiedenen Merkmalen. Menschenkunde haben sie auch eine, naja, recht gute, weil sie ja sehr alt werden. Dadurch kriegen viele Hexer auch eine große Weisheit. Wenn sie ausgebildet sind, sind sie jetzt wahrscheinlich meistens eher normale Schlechter, aber durch das lange Leben lernen sie immer mehr Sprachen, dass sie auch von Land zu Land reisen, um ihre Dienste anzubieten. Und werden dann natürlich auch wortgewandter. Ja, das war's schon wieder. Große Bildung haben Hexer nicht. Gut. Also wenn ich nur mal für mich entscheiden müsste, wer stärker ist, beziehungsweise wenn ich mir vorstelle, ein Jedi und ein Hexer würden gemeinsam in einem Kampf antreten. Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das wäre ziemlich ebenbürtig. Glaube ich auch. Genau, aber darum soll es nicht gehen. Wir wollen eure Meinung. Also bei mir, also ich mache das so, ja, das glaube ich auch. Rechts oben ist das eine Infokarte mit einer Umfrage und wie gesagt, in den Kommentaren sagt ihr uns dann, was ihr glaubt. Wer ist stärker, wer würde einen Kampf für sich entscheiden, der Jedi oder der Hexer? Gut, dann bedanken wir uns für das Video. Abonniert Yarox und uns auch, falls ihr es noch nicht getan habt. Wäre schön. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.